Wer sich vielleicht ganz kurz zurückerinnert, im Januar, also Ende Januar 2019, ist durch die Presse gegangen, die Meldung, wo eigentlich die Zukunft, die nähere und die mittlere Zukunft vom Standort Buchs endlich gesetzlich gesichert hat. Nämlich, dass die Trägerkonferenz, das sind die Bildungsminister der Trägerkantone von der Neuen Ost, gesagt haben, jawohl, Buchs ist ein Standort, das wird jetzt gesetzlich festgelegt. St. Galler Stimmvolk hat es mit einem Ja in seiner Abstimmung sozusagen quittiert. Und vor allem, dass das Departement Technik, und das ist das grösste Departement über alle drei Standorte hinweg, dass der Lead oder die Leitung, der Hauptstandort der Leitung von diesem Departement hier in Buchs sein wird. Thank you.
Ein Logo ist, egal wo, bei welcher Firma, bei welcher Institution, immer eine Geschmackssache, immer ein... Ach, das kann man so oder so finden. Wir haben uns seit dem Mai letzten Jahres können an das Logo gewöhnen. Und mit dem Logo verbunden sind natürlich die Farben Pink und Brombeer, wie man dem offiziell sagt, mitgekommen. Es hat ein bisschen dafür und dawider gegeben, wie auch mit dem Namen Ost. Es hat viele Witzchen gegeben. Aber eines kann ich garantieren. Ich bin von dem Moment weg, wo Ost klar war als Name, nie so oft angesprochen war in der ganzen Schweiz, wenn man auf Tour ist, wie auf den Namen Ost. Also es fällt auf. Und wenn man heute eine Logoseite hat von all diesen Hochschulen und Fachhochschulen in der Schweiz, Ost mit dem Logo fällt einfach auf. Und das ist schon mal ein Zweck vom Ganzen. Was dahinter steckt, was man hinter dem Logo kann alles erfahren, erleben, das ist jetzt unsere Aufgabe, die Aufgabe von allen Mitarbeitenden und Studierenden und Forschenden an diesen drei Hochschulstandorten, das mit Leben zu füllen und mit dem Inhalt zu füllen, den wir gerne hätten, dass man in möglichst wenigen Jahren hinter dem Logo versteht.